Aber dass ich gerade nicht meinen Sommer damit verschwende, skinny zu werden. Ich mache mir extrem viel Gedanken über meinen Körper. Ich habe das so unter Druck gesetzt, weil ich mich nicht ready dafür gefühlt habe. Ich weiß einfach, wie unglücklich ich da war im Kopf. Und das finde ich irgendwie so traurig. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist sehr spontan und irgendwie nicht richtig geplant. Aber ich wollte eigentlich daraus einen TikTok machen und dann habe ich gemerkt, dass das Thema eigentlich viel komplexer ist, als ich eigentlich dachte. Und deswegen glaube ich, dass ein YouTube-Video da irgendwie einfacher ist und besser ist. Und YouTube ist irgendwie so mein Safe Place und auch irgendwie euer Safe Place. Und ich habe früher so viele Real Talks gemacht und habe das irgendwie schleifen lassen. Deswegen bin ich back und erzähle euch jetzt einfach, was in meinem Kopf abgeht. Also, Storytime. Ich war in Ibiza mit Paulina und habe Bilder gemacht und so weiter und habe mir so Bilder von mir dann angeschaut. Und es ist ja gerade Sommer und ich habe gegessen und so weiter, normal, auch viel Scheiße gegessen und einfach nicht drauf geachtet. Und mir ist dann bei den Bildern, upsie, bewusst geworden, vielleicht ist für den einen oder anderen das voll normal, aber dass ich gerade nicht meinen Sommer damit verschwende, skinny zu werden. Und ich weiß, dieses Wort skinny ist sehr triggering, also Triggerwarnung, falls jemand so mit Eating, also mit Essstörungen und so weiter, schon mal in Kontakt gekommen ist und das für euch irgendwie euch triggert, dann schaut euch besser vielleicht dieses Video nicht an, weil ich weiß nicht genau, was sie sagen werden und ich möchte wirklich niemanden verletzen. Aber ich war so jemand oder vielleicht bin ich bin es bestimmt auch noch. Ich mache mir extrem viel Gedanken über meinen Körper, weil ich von früh auf schon so ein gewisses Bild von einer Figur hatte und immer danach gestrebt habe, skinny zu sein. Und ich wusste von Early Age, dass ich niemals Bella Hadid, Hailey Bieber Figuren haben werde. Ich bin halt relativ klein, relativ kurvig, habe ein Ass, gekaufte Boobs, damit es irgendwie, ne, zu mir, keine Ahnung. Und ich habe die letzten Sommer wirklich immer damit zu kämpfen gehabt, was ich esse, was ich mache, was ich trinke, damit ich ja nicht zunehme. Eigentlich will ich eher ein bisschen abnehmen für den Sommer. Und ich habe jeden Sommer wirklich damit verschwendet, mir so kranke Sorgen darüber zu machen, vor Shootings. Und ich thematisiere das gar nicht so krass, aber ich sage es jetzt einfach raus, vor Shootings. Vor zum Beispiel letztes Jahr die erste 99 Swim Kollektion. Ich habe das so unter Druck gesetzt, weil ich mich nicht ready dafür gefühlt habe. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe nicht genug Sport gemacht. Ich habe nicht mich richtig, also was heißt richtig, aber ich habe mich in meinem Kopf nicht richtig ernährt und habe mich damit so krass unter Druck gesetzt. Und diesen Sommer ist es irgendwie jetzt alles ganz anders. Und ich glaube, der Ursprung ist wegen meinem Knie. Also für alle, die mich verfolgen, die wissen, dass ich im Januar eine Diagnose bekommen habe, dass ich einen gutartigen Tumor im Knie habe. Deswegen habe ich hier auch meine Narbe, musste dann operiert werden und so weiter. Und ich habe das Gefühl, seit dem Knie ist es mir einfach nur wichtig gewesen, einfach wieder normal Sport zu machen und normal zu leben, normal zu laufen, Treppen zu laufen und einfach diese Gesundheit wieder zurückzukriegen. Bei diesem Sommer achte ich nicht darauf, was ich esse explizit. Also ich achte schon darauf, was ich esse, weil ich mich natürlich auch irgendwie gesund ernähren möchte. Aber es ist nicht so krankhaft vor jedem Urlaub oder vor jedem, sorry, nicht vor jedem Urlaub, vor jedem Trip, dass ich dann irgendwie skinny bin und die Kilos runter sind, damit ich irgendwie so sleek aussehe und so, sondern es ist einfach irgendwie so, wie es ist. Und wenn ich meine Bilder durchgehe, ich weiß einfach, wie unglücklich ich da war im Kopf. Und das habe ich mit niemandem geteilt. Nicht mit meinem Freund, nicht mit meinen Freunden, weil das so ein inneres, privates Problem ist. Ich habe das Gefühl, ich habe auch so ein bisschen so eine verzerrte Wahrnehmung von dem, wie ich aussehe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so komisch, weil bei meinen Eltern zu Hause hatte ich diesen einen grauen Spiegel und ich habe mich immer davor gestellt und bin immer an dem vorbeigelaufen, habe immer geguckt, wie ich aussehe und wusste dann ungefähr, okay, wie sah ich vor einer Woche aus und so weiter. Und seitdem ich ausgezogen bin und mit Berkay in unserer Wohnung wohne, habe ich das kaum. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch irgendwie so durch
durch diese Kniesache, weil das ja alles sich so ein bisschen überschnitten hat über wenige Wochen, ne? Und dass ich da gar nicht so dieses Mindset mit in die Wohnung gebracht habe, oh mein Gott, ich muss mega skinny sein oder ich muss mega lean werden und so weiter, sondern mir war einfach nur wichtig, dass ich Sport mache und dass ich mich bewegen kann. Das hat sich schon an meinem Körper verändert. Ich habe nicht wirklich mehr zugenommen und ich habe auch jetzt nicht krass abgenommen. Also wenn ich so Fragen bekomme, wie hast du so krass abgenommen, frage ich mich, was meinst du? Weil mein Gewicht gerade ist seit den letzten 6 Monaten eigentlich gleich geblieben. Nach der OP, also Santorini, da hatte ich schon ein paar Kilos mehr drauf, weil ich mich halt nicht genug bewegen konnte und ich halt normal weiter gegessen habe und ab und zu mehr gegessen habe und nicht laufen konnte und dann kamen ein paar Kilos drauf, aber als ich dann wieder mich nochmal bewegen konnte, gingen die auch wieder runter, so. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, dass ich jetzt an einem Punkt angekommen bin, wo ich mich wirklich akzeptiere, mich irgendwie so akzeptiere. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass ich das so empfinde, aber wenn ich mir die letzten Sommer anschaue, da war ich happy und so. Aber ich habe mich so krass fertig gemacht einfach. Ich habe mich so krass fertig gemacht und so krass unter Druck gesetzt. Und das Ding ist, ich glaube, wäre das mit dem Knie nicht passiert, wäre das dieses Jahr genauso. Und das finde ich irgendwie so traurig und so schade, dass sowas Schlimmes erstmal passieren muss. Und ich meine, hätte ja auch noch schlimmer sein können. Ich bin super dankbar, dass nur ein gutartiger Tumor war und dass alles heil ist und so weiter. Aber ich glaube, wäre das nicht passiert, dann wäre ich weiter in diesem Strudel gewesen aus ich bin hier und ich muss skinny sein und immer so. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, nur dann wird man glücklich, wenn man das alles mal loslässt und einfach lebt und akzeptiert, dass man aussieht, wie man aussieht und man kann Dinge mit Sport auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Ich habe das Gefühl, ich rede irgendwie so viel Scheiße. Keine Ahnung. Wenn ich mir zum Beispiel meine Bilder anschaue, zwischen den Jahren und so weiter, dann sehe ich klar Veränderungen, aber ich glaube, der Hauptbestandteil findet im Kopf statt und es klingt so spiritual und so weird, aber meine Figur ist eigentlich basically genauso wie letztes Jahr. Ob es jetzt ein Kilo mehr ist oder so oder weniger, weiß ich nicht. Aber im Inneren fühlt sich es einfach anders an. Und ich habe das Gefühl, ich strahle das auch anders aus. Und es macht mich irgendwie so traurig, dass ich fast meine ganze Jugend damit verschwendet habe, schlank zu sein oder schlank zu werden. Und ich glaube, das ist noch ein Prozess, der sowieso noch weiter geht. Aber ich glaube, alles steht und fällt bei der Dankbarkeit. Und es klingt jetzt auch schon wieder so cheesy, weil ich das irgendwie immer sage, aber ich glaube, es ist einfach so, wenn du dankbar bist, dass du diesen Körper hast, den du hast, der sehr gesund ist, dass alles normal funktioniert, du kannst Sport machen, du kannst rennen, du kannst laufen und du diesen inneren Frieden hast, das überträgt sich auch einfach so auf dich und deinen Körper. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, ich rede so viel Kacke. So, ich muss jetzt was hinzufügen, weil ich es jetzt noch weiter analysiert habe. Also, ich habe übrigens auch den Hintergrund gewechselt. Der Faktor ist, dass ich unterbewusst nicht danach gestrebt habe, skinny zu sein, sondern aktiv versucht habe, mich besser zu fühlen. So. Und wenn ich mich besser fühle, dann finde ich, sehe ich auch besser aus. Also mein Körper sieht besser aus. Obwohl der vom letzten Jahr zu diesem Jahr eigentlich kein Unterschied ist. Trotzdem hat sich was verändert. Und ich glaube, das liegt an dem Ding, dass ich einfach nur wieder mich besser fühlen wollte und Dinge getan habe, um mich besser zu fühlen. Letztes Jahr war ich ziemlich depressed, vor allem im Sommer wegen der Wohnungssuche und anderen Struggles. Und dieses Jahr war für mich nach der Knieoption einfach wieder zu leben. Knieoption? Was habe ich gesagt? Option. Knieoperation. Alles wieder normal machen zu können wie vorher auch, weil ich das auch irgendwie nicht genug geschätzt habe. Aber es kann halt auch sein, dass es in ein paar Monaten wieder anders ist. Weißt du, was ich meine? Wenn du dir zu viele Gedanken darüber machst, um dein Äußeres die ganze Zeit, dann kann es gar nicht besser werden. Ja. Aber so wie es bei dir war, dass du dich darauf konzentriert hast, dass es dir gut von innen herausgeht, dann zeigt sich das ja auch von außen. Ja.
Für mich ist es ja immer noch wichtig, dass ich gut aussehe und dass ich mich auch wohlfühle. Aber für mich davor war es eigentlich, ich sag mal nur essentiell, dass ich in die Klamotten gepasst habe und was auf der Waage steht. Und ich war eigentlich nie jemand, der der Waage viel Wert gegeben hat, aber irgendwie ja schon. Irgendwie ja schon, wenn ich mich dann alle 2 Monate gewogen habe oder alle 3 Wochen oder was auch immer. Und da war dann eine andere Zahl als davor. Jetzt ist es für mich einfach eine oberste Prio, regelmäßig Sport zu machen, auch zu sündigen, auch Scheiße zu essen, weil das Leben zu fucking kurz ist, um auf diese ganzen Dinge zu verzichten. Weil ich gemerkt habe, wenn ich mich darum kümmere, dass ich immer so und so viel wiege, weil ich weiß sozusagen ungefähr, was mein Idealgewicht ist, wo ich weiß, das ist so Psyk einfach. Ich habe eine Zahl, Gewichtszahl, die sage ich jetzt auch nicht, weil das ist jetzt auch wieder zu doof, so mit dem Vergleichen und so weiter. Ich habe so eine Gewichtszahl und ich weiß, wenn ich die habe, müsste ich eigentlich happy sein. Kennst du das? Ich müsste dann eigentlich glücklich sein, weil ich ja dann so lean bin. Das habe ich immer versucht, die letzten Jahre hinzukriegen. Und jetzt, wenn ich mich gewogen habe, und das habe ich vor Mallorca, war ich so, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Und mein Punkt ist, den ich an den Tag bringe und die ich in meinem Leben machen soll, ist, gesund zu sein. Was auch immer das bedeutet. Und alles andere, was ich vorher gemacht habe, das war im Großen und Ganzen, das war nicht healthy. Das war nicht healthy, mich da so im Kopf zu terrorisieren, weil das hat ja kein anderer mitgekriegt. Das habe ich auch nicht mit meinen Freunden geteilt oder mit Berkay oder sowas. Weil man ja auch eigentlich weiß, dass es voller Quatsch ist. Aber trotzdem setzt man sich so unter Druck und trotzdem hat man diese Gedanken. Und ich glaube, um es zusammenzufassen, ich habe es unterbewusst, ich habe dieses Gefühl manifestiert. Nicht der Look, sondern das Gefühl. Und aus diesem Gefühl ist dieser Look geworden, der im Endeffekt identisch ist zu letztem Jahr, nur sich besser anfühlt und in meinen Augen besser aussieht. Und deswegen glaube ich, dass viele andere das nicht sehen, aber ich sehe es. Macht das Sinn? Ja. Oh, das ist so ein sensibles Thema, da muss man so aufpassen, was man sagt. Ich finde aber generell, wenn du dich gut fühlst, dann siehst du immer besser aus. Ja. Also du kannst den schönsten Körper haben, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ja, sieht man es. Sieht man es sofort. Ja. Und wenn du Curves hast, wenn du vielleicht, sagen wir mal, nicht den Idealkörper aus der Werbung hast. Hailey Bieber. Wenn du diesen Mäßig. Körper nicht hast. Ja. Aber ausstrahlst, wie glücklich du mit deinem Körper bist, finde ich, da, ja, du kannst sonst was haben. Ja, safe. Safe. Du strahlst es einfach aus, dass dein Körper schön ist. Ja. Den habe ich auch so wenig, viel weniger Figur-Content gemacht. Was heißt Figur-Content? Aber so weniger solche Sportvideos und all sowas, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich damit selber ein bisschen getriggert habe. Und ich selber nicht in einem gesunden Headspace war. Und es, um jetzt nochmal hier ein Real Talk zu haben, das heißt nicht, weil dieses eine Problem gelöst ist, dass ich jetzt sorgenfrei bin. Es ist ja immer so im Leben, sobald du das eine gelöst hast, kommt was anderes. Und genauso ist es auch jetzt. Ich habe auch andere Dinge, über die ich jetzt nicht spreche. Vielleicht rede ich in einem Jahr drüber, wenn sich's gelöst hat. Aber das ist ganz angenehm, dass dieses Personal Issue nicht dein größtes Problem ist. Weil natürlich hatte ich letztes Jahr auch größere Probleme, aber dieser innere Kopfbums, was auch immer was das ist, ich will auch nicht mit Wörtern rumwerfen, weil ich nicht weiß, ob ich das habe oder nicht. Aber so anhand von verschiedenen Videos, die ich auch geschaut habe, habe ich mich ein bisschen angesprochen gefühlt bei Body Dysmorphia. So dass das, falls ich mich jetzt nicht täusche, ich kann auch sagen, dass ich jetzt komplett im Bullshit laber, aber es ist, wenn du so eine verzerrte Wahrnehmung von deinem Körperbild hast. Ich google das nochmal kurz. Ja. Bei Menschen mit einer Dysmorphobie, auch Körperdysmorphie-Störung genannt, kreisen die Gedanken unentwegt um ihr Aussehen. Betroffene fühlen sich entstellt, obwohl es keinen objektiven Grund dafür gibt. Also anhand dieser kurzen Definition ist es eigentlich schon das, was ich hatte. Und ich glaube, das haben so viele. Ja, so viele haben das. Ja. Und ich check es nicht. Aber deswegen ist es auch wichtig, dass du darüber redest, weil ich glaube, wenn du einmal an den Punkt kommst, wo du es einsiehst und aussprichst und weißt, wie es, also was du machen musst, damit es dir besser geht damit. Und weißt, was das Ding ist? Wenn ich so in den Spiegel schaue, dann sehe ich was. Aber wenn ich Videos sehe von anderen, die andere von mir machen oder Bilder von anderen von mir machen und ich denke mir so,
wow, das sieht eigentlich gut aus. So, dann denkst du dir so, ich denke die ganze Zeit nur in der Box, aber ich gucke gar nicht aus der Box raus. Weißt du, was ich meine? Weil man dieses Bild hat von sich und sich das vorstellt. Und dann, wenn man mal was anderes sieht, ist man so, ey, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja. Und nur weil ich jetzt gerade an dem Punkt bin, wo ich sage, boah, das finde ich eigentlich alles ganz gut, so wie es gerade ist, habe ich trotzdem das Gefühl, das wird vielleicht auch wieder einfach mal anders sein. Mhm. Weil das Leben so ist. Du hast mal gute Phasen, in denen du fit und sportlich bist und mal nicht so gute Phasen. Und genauso hast du auch mal gute Phasen, wo du im Job on point bist und alles läuft und bla bla bla. Und manchmal hat man auch einfach Flop-Monate. Und genauso hat man das auch nur im Kopf. Du hast Momente, wo du so super da bist und im Kopf alles visuell sehen kannst und aufnehmen kannst und verarbeiten kannst. Und andere Monate, wo alles einfach an dir abprasselt. Ja. Das ist eigentlich so verrückt. Was machen die da? Ja, Leute, das waren meine Gedanken. Ich glaube, das ist mit eins der spontansten Videos, die ich jemals gemacht habe. Aber ich hätte das niemals in wenigen Sekunden richtig rüberbringen können, vor allem, ohne dass es falsch aufgenommen wird. Ja. Ihr könnt mir ja mal eure Gedanken in die Kommentare schreiben. Ich würde mich super gerne dazu mal austauschen und eure Sichtweise sehen. Weil ich habe das Gefühl, je mehr Leute auch darüber sprechen, desto mehr werden auch anderen Leuten bewusst, dass man vielleicht ein bisschen was ändern muss im Kopf. Nicht körperlich, sondern im Kopf. Was ich da mache, ist Journalen, Meditieren. Was ich seit neuestem mache mit meiner Therapeutin, ist Hypnose. All solche Dinge, um im Kopf loszulassen. Ich habe euch alle sehr, sehr lieb. Und ich werde auf jeden Fall solche Retalks wieder mehr mit einbauen. Ich weiß nicht, ob das Video überhaupt irgendjemand irgendwas gebracht hat, aber ich wollte meine Gedanken einfach mal, so wie früher, einfach mal rauslassen. I love you all und wir sehen uns bald in meinem nächsten Video. Bye, bye.